Trommel. Ich glaube auch. Ja, klar, kommt sie. Dann ist etwas Zeit für mich. Etwas Zeit für mich. Ohne Uhr. Ohne Handy. Ohne Smartphone. Hier im Mondeslicht. Oder so. Nur wir in der Natur. Haben Sie etwas Zeit für mich? Etwas Zeit für mich? Ohne Uhr, ohne Smartphone, ohne Telefon. Nur Sie und ich in der Natur. Ich verkaufe nichts. Ich verkaufe auch nichts an Sie. Nichts an Sie, ihn, es und schon gar nicht an uns. Na und? Auch ein bunter Hund lebt sein schmackhaftes Leben zwischen Pizzakartons am Straßenrand. Auch die Brieftaube, die keine Briefe lesen kann, findet ihr Leben interessant. Ob die Taube auf dem Dach oder der Spatz in der Hand oder wen auch immer ich am Wegesrand fand, jeder hat mich von ihnen erkannt. Ich bin die Zeugin, nicht Jehova, ich bin die Zeugin, die weiß, wie es ist, und ich bin die Zeugin, die weiß, wie es war. Nicht die Zeugin Jehova, keine Angst, keine Gefahr. Kräftig ist meine Aussage und kräftig ist mein Haar. Ich bin die Zeugin der Zeit. Guten Tag, alles klar? Ich möchte eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von einem alten Punker, ein alter Bekannter. Eine Geschichte, die so folgt. Falsches Blatt. Den Karton da nach vorne stehen. Das geht schon. So. Einzelne Sonnenstrahlen verweilen am Tresen. Dünne Fäden von kaltem Rauch verzieren die Luft. Hier ist der alte Punker so gern gewesen und hinterlässt einen eigenartigen. Mich nennt man den alten Punker. Ich bin auch schon alt, ich sehe vielleicht nicht ganz so alt aus, aber ich bin der alte Punker. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist, mit der ich nicht gerechnet hatte. Der bunte Hund, mein guter Freund, der eigentlich gar kein Hund ist, er tut nur so. Er wusste auch nur am Rande Bescheid von dieser neuen Bekanntschaft, der Zeugin der Zeit. Es war ein Gerücht, hieß es, die anderen sprachen es für Wirklichkeit. Ich ging des Weges entlang, die Straßen waren breit wie immer. Der sternenbedeckte Himmel und der Mond über mir und dort ein Haufen von Pizzakartons. Ich mochte Pizzakartons, denn die machen immer so einen weichen Boden. Doch ein Pizzakarton, der sah anders aus als die anderen. Ich nahm ihn in die Hand und
Es mag klingen wie ein Märchen, aber es begegnete mir auf diese Art und Weise in dem Pizzakarton eine Melodie. Jawohl, eine Melodie. Ihr mögt mich alle für verrückt halten. Eine Melodie war in diesem Pizzakarton. Ich hörte diese Melodie und ich erinnerte mich. Ich erinnerte mich an etwas, was schon lange her war. Ich wusste nicht, was es war, aber es war eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Und damit wir alle diese Erinnerung teilen können, möchte ich diese Melodie einmal spielen. Wohin mit diesem Pizzakarton? Also ging ich zu einem guten Freund, dem Pizzabäcker. Ich zeigte ihm den Karton. Er schaute hinein, horchte und sprach. Er erinnere sich an eine sehr schöne Zeit. Also dachte ich mir, es muss etwas mit Zeit zu tun haben und ging des Weges entlang. Da kam mir Mütterchen Frost entgegen. Sie hörte die Melodie und sie sprach, Junge, du musst dich auf den Weg machen zu der Zeugin der Zeit. Einzelne Sonnenstrahlen verweilen auf dem Tresen. Dünne Fäden von kaltem Rauch verzieren die Luft. Hier ist der alte Punker, oh, gern gewesen und hinterlässt einen eigenartigen Duft. Die Noten, auf denen er so gerne spielte, schreddernd auf dem vergammelten Klavier. Der Ausschnitt, in welchen er so gerne schielte, wusch die Gläser rein und sprach dazu nicht viel. Inzwischen war ein halbes Jahr vergangen. Selbst sein Platz, den er besetzte, wurde frei. Selbst mit Draht und Nadelöhr konnte er was anfangen, sprach von Freiheit, als ob diese immer sei.